Hallihallo, meine lieben Freunde der gepflegten Tagesunterhaltung. Wir sind immer noch im Keller und wir spielen immer noch Crimson Snow. Ihr wollt es, ihr kriegt es. Ich weiß nicht warum. Ja, doch, ich könnte mir fast vorstellen, warum. Und zwar wollt ihr sehen, wie ich einfach sterbe vor Schrecken. Danke dafür. Ihr seid einfach nur sehr liebenswürdig zu mir. Ich liebe euch alle. Aber ich... Ach, jetzt geht's. Lol. Komisch, die Maus ist hier drinne viel empfindlicher als... wenn der steht. Wow! Oh! Alter, fick dich doch, du hässliche Hinne. Oh, ey, ich hab... Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich habe jetzt zwischen der Aufnahme davor und jetzt habe ich mir noch fix eine Pizza reingezogen, weil ich einfach nur mega Knast hatte. Außerdem wollte ich mich ein bisschen beruhigen. Und dann kommt die. Ich hätte, glaube ich, fast... Ja, live nicht, aber im Video gesehen, wie ich ja über den kompletten Tisch gereiert hätte. Oh, das kannst du doch nicht bringen. Hunde! Ja? Hier? Hallo? Hä? Wir hatten so eine Flair in der Hand. Wir hatten eine Flair in der Hand. Warum? Zum Geier? Ich... Hä? Versteh's nicht. Versteh's halt wirklich nicht. Ja. Ich dachte, dass wir die irgendwie verscheuchen können damit. Das hat doch Joyce auch gesagt, oder nicht? Dass die Angst vor Licht und Co. hat. Oh, moin. Ach, die Frau scheint auf Tabletten und... Oder ist das für ihn? Sind das deine? Ist gut, du musst nicht mit mir reden. Eine Flair. Was denn, wenn ich mich an deinen Sachen bediene? Ja, okay. Wenn du mit mir reden willst, wir nehmen mal ganz kurz das. Das ist der Typ! Wir sind in dem Haus von dem Ehepaar! Hier hängt er! Dann, wenn wir dem roten Pfad folgen, hängt hundertprozentig sie. Die hat einfach irgendeine Omi und irgendeinen Opi umgebracht. Na, Griffel Lady. Alles mit dem Schritt. Also ich weiß nicht so ganz, wie das mit den Flares und Co. funktionieren soll, ne? Bin ich halt early. Gehen wir ganz schnell hier rüber.
Als ob die gerade durch. Ey, wir sind gerade an der vorbeigerannt und jetzt kommt die da aus dem Schacht rausgekrochen oder was? Ey, ey. Es tut mir leid, Herr Entwickler, aber. Ey, was soll der Mist? Wir sind gerade an der vorbei und dann kommt die da hinten irgendwo aus dem Schacht raus. Also. Ich drehe den mal so, damit wir das rechts in der Ecke lesen können. Eilig geschriebene Notiz. Sie war von jemandem besessen. Wer auch immer es ist, ich hoffe, es geht ihm gut. Ihm? Sie war von jemandem besessen? Wer auch immer es ist, ich hoffe, es geht ihm. Ach Gott! Den Brief, den wir bekommen haben in der ersten Folge. Da hieß der von wegen, ja, hier, tut mir leid und ich habe einen Fehler gemacht und bitte verlass mich nicht und ich bin so doof und hast es nicht gesehen. Die war von uns besessen. Die ist von uns besessen. Okay, ja, noch geht's mir gut. So, ich weiß, wir können hier mit E, können wir das, aber das, ich finde, das sieht hässlich aus. Wir nehmen direkt das hier. Er sagte, dass er bei Freunden ist. Lügner! Ich muss seine Mutter anrufen. Ist es Anna? Bestimmt ist es eine Arbeitskollegin. Trifft er sich mit der Sekretärin? Violet? Er trifft sich sicher mit jemandem. Wer versucht, ihn mir wegzunehmen? Natalie? Helen? Was sind das für Namen? Anna ist ja noch okay. Violet, Natalie und Helen auch noch. Aber Violet? Violet ist... Also ja, ist ein Name, keine Frage. Violet ist aber auch die einzige, deren Nummer nicht durchgestrichen ist. Heißt das, dass Violet noch lebt und die anderen drei tot sind? So, die ist gerade hier aus dem Schacht gekrochen. Ne? Ja, moin. Na? Ein paar Rituale durchgeführt. Spaß gehabt dabei. Oh Gott, da kommt sie. Gibt's einen Tisch? Voila, die kommt hier rein. Am besten, du guckst jetzt noch unter den Tisch. Hallo, ich bin hier. Juhu. Lucky Putz, ich liebe dich. Geh nicht. Beziehungsweise, humpel nicht weg. Wie war das irgendwie? Zitter nicht. Und hier können wir sagen, humpel nicht. Wir müssen ganz kurz gucken, wo die hin eiert. Da irgendwo lang. Kommt die da wieder zurück? Wow, die kommt da lang. Gibt's hier einen Tisch? Gibt's hier einen? Oh, leck mich am Eier. Tisch. Und natürlich hängt hier die Omi. Na, leck mich am Ei, Alter. Du kannst doch nicht die armen alten Leute einfach umbringen. Also ja, die sind mit Sicherheit. Oh, wir haben nicht hingeguckt. Claire? F? Hallo? Leben wir noch?
fast. I need Endlich. To get ready. Vorbereiten. Können wir die jetzt hier einfach wegflirren? Ah! Lauf! Ich weiß zwar nicht. Doch, ich weiß wohin! Ich würde gerade sagen, ich weiß nicht wohin, aber. Müssen wir irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir uns vor allen Dingen jetzt auch gerade verstecken können, ne? Oder ob die uns da dann einfach wegmacht. Wir werden es einfach jetzt ausprobieren. Oh. Was? Schlüssel zur Weihnachtstür? Dieser Schlüssel ist von der dekorierten Tür. Was für eine dekorierte Tür? Was für eine Dekorierung? Haben wir irgendwas verpasst? Hallo? Ah, ich will nicht. Fanny, wir haben 20 Flares, ne? Nur so nebenbei. Kann das sein, dass das noch nicht so ganz funktioniert? Ein ganzer Kasten mit Feuerwerkskörpern. Ach nee, warte mal, die steht nicht auf Feuerwerk, ne? Aber eine Flair ist Feuerwerk. Ja, also Wunderkerze, ne? Weiß es nicht. Egal, ein ganzer Kasten mit Feuerwerkskörpern. Wenn Grettes Licht sie wirklich abschreckt, könnte ich sie gut gebrauchen. Vielleicht kann ich ihr eine Falle stellen. Ich muss nur irgendwas finden, womit ich sie ablenken kann. Wo hat sie meinen Ring versteckt? Ich bin Irli, die Mucke im Hintergrund ist Wahnsinn. Are you there? Are you okay? Lieb ich wirklich, also Mashallah, hast du gut gemacht. Echt gut. Ja, alles gut. Und bei dir? Red bitte leiser. Sie ist in der Nähe. Woher willst du das wissen? I scared her away, Mark. This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now she's gone. What about you? Do you have any news? Preferably good news. Ich hab deine toten Nachbarn gefunden. Alles gar kein Problem. Gehört das Haus uns? Jetzt können wir das kaufen. Es sind zwei Menschen drinnen gestorben. Heißt, es ist billig. Ich sag ja nicht, dass sie das Geschenk hat. That's good. Now we have a chance. We can do it. I called the police. I don't know where you are right now, so I gave them my address. Find a window they'll be able to see you from. Try to get up to the second floor. Ziemlich schwer. Ich glaube nicht, dass sie das aufhalten kann. Da bräuchte ich schon etwas Heftigeres. Andererseits hilft mir das sicher, um die Bretter vom Hausaufzug zu lösen. Hule! Alter, was ist denn nur mit dir? Also ich weiß nicht, wofür wir 20 Flares brauchen. Ganz ehrlich, das ist doch schon... Hundertprozentig kommt die gleich wieder, ne? Ich trau mich ja nicht, mich rumzudrehen.
wenn die das nicht hört, dass der Hausaufzug fährt. Ey, Leute, was ist los, weißt du? Die wird jetzt irgendwo stehen, wo das Ding ankommt. Da wird die mich angrinsen, wird ihre 5 Meter lang Pranken in mein Gesicht reinhämmern. Und wird sich einen Ast lachen. Der Polizier. Are here. Hey! I see the light in a nearby house. Is that you? Are you on the second floor? I don't think they've noticed you. You need to find another window that's more visible so the police can see you. Ey, da gab's gerade eine Tür, so eine Weihnachtstür. Ich glaube, die war mit Sicherheit war die verschlossen. Wenn die jetzt die Bullen umlegt, war. Oh, ich glaube, die können uns. God. Did you see that? Nein, hab ich nicht. We're all dead. We'll never get out. She'll come for both of us. Reiß dich zusammen. Panik hilft jetzt nicht weiter. Joyce, es wird alles wieder gut. Wir schaffen das. No, you're right. We can't give up. Ich hätte das gerne gesehen. I heard her mumbling something. I don't know if this helps, but she said something about the gift she finally got. And one more thing, I saw that she threw one of the cops through the window of your building. Try to find him. Maybe he has a gun on his body. Ich versuche ihn zu finden. Ich muss einmal hier drumherum. Warum ist das so laut? Bei einigen. Ist noch safe hier? Polizisten. Polizisten gewesen sein. Ja, ich sage mit Absicht Polizisten. Oh, du Dreckstück. Du Elendiges. Das kann doch nicht. Es ist direkt auf mein Haus gerichtet. Mark, how are you? Schön, ich kenne die Notiz noch nicht. Das Spiel triggert schon vorher. Warum kann das Spiel nicht erst, nachdem ich die Notiz und das Ding hier angeklickt habe, das Telefon läuten lassen? Weil. Jetzt steht rechts, ich habe eine Notiz gefunden. Sie enthalten meine Zeitpläne. Das ist doch. Wir haben die Notiz noch nicht gesehen. Wir haben die Notiz uns noch nicht angeguckt. Also sprich, jetzt wurde uns schon gespoilert, was da drauf steht. Ist doch kacke. Ist wirklich kacke. Ich habe ein Teleskop gefunden. Das ist auf mein Haus gerichtet. Beides ist scheiße. Aber über das hier, das ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir nicht diesen. Nicht erst entdecken durften und dann, ne, genauso wie hast du das gesehen? Nein, habe ich nicht, weil wir zu langsam waren, weil der da halt zu lange da durchschleicht. Egal. Notes? What do you mean? Sie hat mich? Wahrheit. So. All this time, she was interested in you, not me. You are connected to her in some way. Mark, tell me, do you know this woman? Nein, ich habe. Ich. Vielleicht ist das sogar. Kommt es darauf an, wenn wir sie jetzt weiterhin belügen? Und die Lüge kommt zum Schluss raus, rettet sie uns vielleicht nicht. Wir sterben und Joyce geht halt allein ihr Weg.
Wenn wir aber ihr die Wahrheit sagen, rettet sie uns vielleicht und Happy End. Darum, wir sagen die Wahrheit, komm. You were dating? Why didn't you say this before? Oh, ich habe jetzt die Antworten gar nicht vorgelesen. Sorry. Ich musste feststellen, dass sie geistig nicht ganz fit war. Und dann haben wir uns getrennt. Okay. Sie hatte sie nicht alle. Als sie damit anfing, meine Eltern und Freunde zu bedrängen, habe ich sie verlassen. Beides nice. Wir nehmen aber eh. So that's why you moved here from your city. The things that she does, was she able to do them before? Nicht, dass ich wüsste. Oder ich wollte es nicht wahrhaben. Letztes Jahr hat sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Da fingen auch die komischen Sachen an. Letztes Jahr? Wann genau letztes Jahr, Digga? So this monster wants you back. Mark. Thank you for telling me. Sie hat uns ausspioniert im Endeffekt, ne? Nicht nur mich, sondern uns. Weil sie ist weg. Verdammte Axt. Und das ist das, was mich gerade ärgert. Joyce durchgestrichen. Ah. Arschloch. So, sie ist weg. Sie wird uns nicht stören. Warte, Mark hat einen Ring gekauft. Ist er für mich? Will er mich wiederhaben? Mark redet nicht mehr mit seinen Eltern. Gut. Zu wem hat er Kontakt? Ein Freundeskreis tut ihm nicht gut. Muss sie alle loswerden. Muss sie alle loswerden. Mark feiert Weihnachten allein. Es ist Zeit. Erst auf dem Weg zu dieser Hure. Also im Endeffekt hat sie uns ausspioniert, nicht nur mich. Das ist ja eigentlich. Oh Gott, was ist das? Das sind meine alten Postkarten. Ich habe sie meiner Ex-Freundin geschickt, um nicht mit ihr reden zu müssen. Sie war es also. Ja. Oh, danke. Ja, danke dafür. Die nächste Info, die ihr uns hier gepflegt verheimlicht. So, zu Besuch bei der Familie. Tut mir leid. Ich stecke in der Arbeit fest. Ich werde mich verspäten. Kann nicht. Ja, komm. Ich würde interessieren, was davor alles gestanden hat. Ganz ehrlich, das Haus ist gerade ein bisschen größer geworden, sodass wir hier eigentlich viel zu viel zum Durchsuchen mittlerweile haben. Und ich nicht weiß, ob die Alte dann, weil jedes Mal um die Alte drumherum krauchen, um hier ein paar Infos zu finden, habe ich eigentlich fast gar keine Lust zu. Er öffnet sicher die Tür zum Korridor. Hoffentlich führt sie mich zur Pistole. Wow! Oh, Alter! Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Ich hasse es so sehr. Oh, leck mich am Ei. Ey, wir haben doch hier aber noch nicht alles abgesucht. Darum sage ich, das Haus ist gerade ein bisschen. Vor allen Dingen, boah, das davor schon so groß. Okay, das geht nicht auf. Ich hätte eigentlich auch gerne die andere Tür nochmal, die grüne Tür, mir genauer angeguckt. Wird das gleiche sein. Wird nicht aufgehen und gut, ne? Also ersparen wir uns jetzt einfach mal den Weg nochmal zurück. Nur damit wir dann sehen, dass die Tür nicht aufgeht.
Okay, hier gibt's einen Tisch. You cheated on me. How is she better than me? Geistige Gesundheit. Hat die jetzt ein Hochzeitskleid an? Komm mal rein hier. Geht sie rechts lang? Ich kann man nur in... Ja, natürlich. Entschuldigung. Natürlich geht die Tür zu. Ey, aber ganz ehrlich, wenn ihr von irgendeiner Verrückten verfolgt werdet, und ihr seid in irgendeinem Haus eingesperrt, wo übrigens Fabrollen irgendwo in irgendwelchen Schränken liegen und wahrscheinlich Farbe, hättet ihr da ganz gemütlich? Also ja, klar, dass ich da nicht losflitze wie so ein Vani, das ist klar. Könnt ihr sie ja hören. Das ist der Brief, den er geschrieben hat. Sehr schön. So, sogar am Ende habe ich mich nicht überwinden können, offen mit ihr zu reden. Und habe ihr einfach einen Brief geschrieben. Hätte ich früher den Mund aufmachen sollen? Dass die geistig einfach mal völlig neben der Spur ist. Digga, ja. Wenn eine Frau solche Probleme hat, du kannst ja zwar sagen, hey Schatz, du hast da so einen kleinen im Kopf. Lass das mal untersuchen. Da wollen Frauen nicht hören, ja. Also eigentlich ja, man hätte irgendwas machen müssen. Aber egal. Ich komme nicht wieder. Du kannst aufhören, meine Familie zu verfolgen. Lass sie in Ruhe. Sie haben keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe ihnen nicht erzählt, wohin ich gezogen bin. Ich weiß, dass dein Verhalten von deiner Krankheit kommt. Aber ich ertrage es nicht mehr. Du hast dich zu lange geweigert, eine Therapie zu machen. Jetzt hast du deine Psychosen nicht mehr im Griff. Ich liebe dich. Aber ich bin es leid, Angst um meine Familie zu haben. Verzeih mir. Ja. Dieser Satz, ich liebe dich. Na, pack das weg. Und na, nur? I thought you brought the ring for me. You don't love me anymore. I'm not giving it. It's mine now. Ey, vor allen Dingen die Fresse, guckt euch mal die Fresse an von der. Ob die das nicht mitkriegt, dass du da oben auf dem Schrank rumtigerst?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll dieses Spiel eigentlich wohl nur ungefähr so Stunde anderthalb gehen. Was mich irritiert, wenn sie uns liebt und wiederhaben möchte, warum zerwumst sie uns dann jedes Mal? Das ist das, was ich halt nicht so gerafft habe. Und was ich mir eingestehen muss, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. Wir sind übel nah an der vorbei. Willst du mich verkacken? Schloss, okay. Heißt, wir brauchen safe noch einen Schlüssel wieder. Polizeiliche Dienstwaffe. Eine geladene Pistole ist genau, was ich brauche. Einfach so auf sie zu schießen, wird nichts bringen. Sie ist zu schnell. Sogar die Polizei hat sie nicht erwischen können. Erst muss ich sie irgendwie ablenken. How are you? What's going on? Ich habe einen toten Polizisten gefunden. Er hat eine Waffe. Dass der tot ist, konnte sie sich wahrscheinlich schon denken. Und genauso wie ich habe eine Schusswaffe gefunden. Ja. Ist aber meine Meinung. It's good that you feel optimistic. Just be careful. If you decide to shoot, it will be loud. Be prepared that she will hear and will come for you. Also, Mark, do you have a minute? What's wrong? Tell me what was in your gift. I know it's silly, but I need to be sure that it is what I think it is. In case we don't make it. Es war ein Ring, Joyce. Ich wollte dir einen Antrag machen. Sag das nicht, Joyce. Wir werden es auf jeden Fall überleben. Und dann werde ich es dir schenken. Und du bist... Bis es soweit ist, werde ich es dir nicht verraten. Also, ich verstehe... Wir sind offener Zeit heran. Ich verstehe, warum sie es wissen möchte. Ich verstehe aber auch ihn, dass er sagt, ey, hier, wir sehen uns wieder. Er will ihr halt Mut machen. Das ist halt aber auch so eine übertrieben krasse Zwickmühle. Ja. Schaffen es beide nicht, wird sie es nie erfahren. Schaffen es beide, ja, Happy End. Er kann ihr das Geschenk geben. Alles schön. Ich muss hier mal ein Stück weg, damit... wegen laut und so. Der Wind ist halt utopisch sinnlos laut. Scheiße. Also auf der einen Art, ja, ich finde beide Antworten nice. Auf der einen Art würde ich sagen, ey, hier Joyce, weißt du was, ich wollte dich heiraten. Mashallah, so Liebe, Haus, Kinder. Geilo. Auf der anderen Art würde ich aber halt auch sagen, ey Joyce, wir schaffen das und wir überleben das. Und dann kriegst du das Geschenk und dann sieht sie das Geschenk und freut sich vielleicht sogar noch mehr. Ah, ist kacke. Ist richtig kacke. Sag ich ihr jetzt von wegen, es war ein Ring, ich wollte dich heiraten? Stirbt sie vielleicht? Oder hilft dir im Endeffekt wieder? Das ist halt auch wieder Müll, ja?
Weil wenn du es ihr jetzt nicht sagst, weiß sie es nicht. Lässt sich vielleicht dann irgendwann hängen. Ich vermute beinahe, dass es auf sowas hinauslaufen wird. Ich sag's jetzt einfach. Also Q werde ich jetzt drücken, aber ich würde auch echt gerne E drücken, ne? Bin ich ehrlich. Oh, Mark, I... Thank you. When I see you after all this, I'll give you the answer. So, don't you even dare think about giving up. Joyce wird sich an ihre Antwort erinnern. Und genau darum geht's nämlich. Hat die nicht gehört? Burn, bitch, burn! Ey, warte mal. Ne, jetzt ist es weg. Ich wollte gerade sagen, das war nämlich die ganze Zeit noch Herzschlag. Da dachte ich mir, fuck, die ist noch irgendwo. Obwohl, die taucht ja auch einfach mal so auf, ne? Ohne dass Herzschlag ist. Das ist natürlich... Das ist hier schon was. Ne, wir sind nämlich, glaube ich, weil Polizei kam, sofort straight losgeflitzt. Ich hab die Zeit verpennt. Oh Gottes Willen, wir sind schon... Ey, wir sind krass in Überlänge. Oh, ich hab's vor allen Dingen noch vor gut 7 Minuten oder 4 Minuten... Machen wir mal 5. Komm, wir machen 5. 5 Minuten gesagt, dass wir ja schon voll drüber sind. Ich wollte so das Telefonat beenden. Dann machen wir's einfach hier. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Und wir zocken's zu Ende. Ich denke mal, wir sind auch schon fast durch. Übernächste Folge sind wir durch. Easy going. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.